wir haben große Hoffnung oder hatten damals eben auch große Hoffnung, dass wir hier mit Dell Carnegie einen Partner finden, der uns bezüglich der Umsetzung der Inhalte sehr gut helfen kann, was sich jetzt ja auch beweist. Das heißt, die Dell Carnegie Trainer docken sehr gut bei unseren Führungskräften an. Wir haben auch da durchaus eine Lernkurve durchlaufen gemeinsam und haben versucht, einen Best Fit hinzubekommen zwischen den Trainern und eben unseren Teilnehmern, was uns, glaube ich, sehr gut gelungen ist. Erstkontakt für die administrativen Fragen über eine Schnittstelle laufen zu lassen, ist absolut hilfreich. Sobald das Programm angelaufen ist und der Kontakt zum Lehrtrainer zustande kommt, wird sich der Kommunikationskanal ohnehin hauptsächlich Richtung Lehrtrainer entwickeln, weil ja die Vorbereitungsgespräche, Lernziele etc. abgestimmt werden müssen. Also dann wird sich, glaube ich, das ein bisschen verschieben. Aber für die Durchführung ist dieser Single Point of Contact absolut hilfreich, weil einfach an einer Stelle alle Informationen vorhanden sind und gebündelt sind. Also eigentlich sind wir dort immer sehr zufrieden und auch sehr gut bedient worden. Was wir schon sehen und was wir schon erleben ist, dass die Trainer, die uns von der Carnegie-Seite bei dem Programm begleiten und unterstützen, sich durchaus auch in die Weiterentwicklung der Programme mit einbringen. Also wir erleben da sehr konstruktive, auch proaktive Zusammenarbeit. Wir sehen, dass das auf einem sehr hohen und sehr professionellen Niveau läuft, sehr gut ausgewählt sind, sehr gut qualifiziert sind und eben auch, wie gesagt, sehr gut zu unserer Zielgruppe passen. Als wir uns mit der Durchführung dieser Leadership Architecture Programme beschäftigt haben, war ein wesentlicher Punkt, der uns wichtig war, einen Partner zu finden, der vielleicht auch auf weltweiter Basis uns unterstützen kann. Das heißt, wir haben damals 2015/16 letztlich auch eine durchaus strategische Entscheidung getroffen, einen Partner zu wählen, der mit für uns neuen Ansätzen neue Möglichkeiten bietet, die wir letztlich in Deutschland natürlich nicht vollumfänglich nutzen werden, aber letztlich konnten wir eine Grundlage schaffen, um weltweit zu skalieren. Weg von bisher etablierten Partnern hin zu neuen Trainingskonzepten, neuen Trainingsansätzen einen Weg zu finden, den Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen.